Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wunderbar, im letzten Part habe ich darüber geredet, was ich doch für einen Stress habe mit dem Hochladen und dem ganzen Kram. Und ja, das wird schön. Naja, ich bin dann ja nicht weit weg, ich bin ja bei meinem Vater. Denk mal, von dort kann ich auch mit Sicherheit noch einige machen. Und über das S3 auch noch, heißt, ich werde das irgendwie schon hinbekommen. Also hochladen ist ja gar kein Problem für mich. Ich lasse einfach den Rechner dann nachts immer noch hochlaufen. Zur Not sage ich meiner Mutter, ja, ich leite die jetzt immer hoch. Und wenn da steht, alles abgeschlossen, dann fährst du den Rechner wieder runter. Das kriege ich auch noch hin, denke ich. Oder das ist gar kein Problem für die. Die hat ja selber einen Computer und weiß da ja auch, wie man sowas bedient. Thumbnails, wenn mein Vater großzügig ist, kann ich vielleicht von dort hochladen. Und oh, jetzt hämmern sie da oben wieder. Ich sollte pennen gehen. Geht mir auf den Säkel, das Gehämmere. Ja, das sind hier nur ein paar KB, da nehme ich die auf dem USB-Stick mit und kann die von dort aus direkt hochladen. Weil alle nachproduzieren möchte ich nämlich nur ungern. Ich könnte die doch auch vielleicht direkt machen. Obwohl ich könnte sie ja eigentlich schon mal vorproduzieren. Thumbnails sind jetzt nicht so schwer zu machen. Dann werden die Thumbnails und die Titelbeschreibung wahrscheinlich nicht mehr so umfangreich. Wisst ihr, das ist immer für mich mit einer der größten Herausforderungen, diese Thumbnails und Titel der Parts zu erstellen, mache ich ja nur bei Hauptprojekten. Ein Hauptprojekt erkennt er daran, dass es diese Thumbnails hat, wo sich die Bilder jeden Part verändern. Heißt, jeden Part ist da ein anderes Bild und dann der Schriftzug drüber. Bei Nebenprojekten ist das immer dasselbe Bild und der Schriftzug drüber, einfach weil es ja für mich dann einfacher ist, das zu erstellen. Und es ist ja auch ein Nebenprojekt und dem soll nicht die volle Aufmerksamkeit gewidmet werden, so wie zum Beispiel Minecraft. Ups, das ist ein paar Monstermetzel. Können wir auch mal machen. Oh, vier Skelette. Alter, wie heftig. Oh. Ja, ich habe letztens mit dem Reinhard mal wieder Minecraft gespielt. Und dann, er so, Hilfe Pascal, helf mir. Sind so Skelette auf den zugerannt. Ich renn. Weicht dem Pfeil vom Skelett so richtig elegant aus. Das schießt über mich drüber. Und hinter mir stand Reinhard und wird erschossen. Das war einfach so lustig. Ich hab mich totgelacht. Hat jetzt bestimmt wieder keinen interessiert, aber naja. Wow. Oh, ich dachte ein Enderman. Gut. So, wieder ab in die Höhle. Ah ja, ich wollte eigentlich das Texture-Pack diesen Part wechseln. Aber naja, gut. Lass ich das die Aufnahmen hier ran. Dann wisst ihr auch immer, wann ich aufhöre, wie lange ich im Schnitt so aufnehme. 20.16 Uhr, schön. Also, das ist jetzt nicht der Part für heute, sondern das ist eigentlich der Part für heute, aber den nehme ich nicht heute auf, sondern Samstag. Oder letzten Samstag am 22. Aber was stehe ich hier auch die Fackel hin, nicht Depp. So. Den für morgen werde ich dann, glaube ich, auch noch aufnehmen. Heißt, den für Dienstag, den 25. Ja, vielleicht auch noch den für den 26. Dann habe ich so eine Stunde Minecraft gespielt. Das kann ich auch mal verkraften. Dann werde ich auch bestimmt noch ein bisschen Euro Truck Simulator 2 aufnehmen können. Und Lego Herr der Ringe kann ich dann mal am Sonntag aufnehmen. Genau. Da kann ich bestimmt wieder lange aufnehmen. Ich nehme jetzt einfach so viel auf, wie meine Festplatte hergibt und renne das dann alles schnell weg. Dass das klappt. Jetzt aber hier die Spitzhacke mal reparieren. Boah, stopp, wo ist falsch gelegt? So, jetzt sehe ich das. Sonst verspiegelt sich das mit dem Licht so. Das Display der Stoppuhr ist dann nicht mehr ganz so einsehbar wegen dem Licht. Ja, ich denke mal noch 3-4 Wände da hinten wegkloppen. Dann geht das auch.
So. Vielleicht nur noch 2, 3. So, das ist schön. Eine gechillte Abendaufnahme. Habe ich ein Wasser hier stehen? Ach ja, da habe ich stehen. Muss ich auch mal was trinken. Hab heute schon wieder den ganzen Tag mit dem Reinhard gelabert. So. Na toll. Genau jetzt. Ja, guckt euch die Steine an. Ist das nicht ein schöner Stein? Ups, jetzt habe ich die Wasserflasche eingeknickt, aber da ist ja auch nur eine Plastikflasche, die sollte halt aushalten. So, hier habe ich ja noch Eisen drin, da kann ich mir noch 2 Spitzhacken draus machen. Aber ich mache immer den. Ich will immer hier ran, aber. Hä, wo sind denn die Sticks? Naja. So. Ups, das war. Und 1, 2, 1. Ja, wunderbar, wunderbar. Ja, schön. Ah, schön. Ja. Und zieh noch ein bisschen weg. Ups, da. Was haben wir denn? Hier, eine kleine Höhle. Mhm. So, noch. Ja, das geht dann. Ja, bis dahin mache ich das dann. So. Was kann ich denn mal erzählen? Ja, genau, ich kriege. Nein, nicht ständig, sondern hin und wieder mal anfragen, ob man denn Werbung für mich machen dürfte. Ja, ist erlaubt von meiner Seite aus. Also ich habe da nichts gegen, wenn ihr meinen Bekanntheitsgrad in der Gesellschaft anhebt. Zum Beispiel euren Freunden davon erzählt oder den Kram auf Facebook teilt. Ist mir eigentlich relativ egal, was die Leute dann über mich denken. Ich meine, das finde ich so normal wie Fußballspielen. Ja, vielleicht ein bisschen normaler noch, aber ja, gibt es auch viele Leute, die meine Tätigkeit hier als Hobby ausführen, was weiß ich. Ja, und es gibt dann Leute, die machen das auch als Beruf. Ich demnächst, vielleicht bin ich sogar schon verpartnert, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, es könnte gut sein, dass ich zu diesem Zeitpunkt schon verpartner bin. Auf jeden Fall, nächstes Jahr bin ich dann bei TGN. Ich denke mal nicht, dass das für die Ewigkeit sein wird, weil irgendwann mit Sicherheit kotzt mich das Netzwerk auch an. Aber jetzt ist es eigentlich sau gut für mich. Ich meine, die haben mich auch angefragt. Vielleicht bleibe ich da auch immer, das weiß ich nicht. Aber sind auch sau nett zu mir gewesen. Also da kann ich schon mal einen Bonus geben. Und naja, ich meine, ich mache das hier nicht als Hauptberuf. Irgendwann habe ich dann, wenn ich ganz groß bin, vielleicht mal mein eigenes Netzwerk, aber das brauche ich eigentlich nicht. So wie Gronkh. Zum Beispiel, man hat ja Gronkh.de als Netzwerk, das ja bei Tochternetzwerk von GameStar ist, aber TGN, da werde ich, denke ich, schon einige Zeit lang bleiben. Vielleicht wechsle ich auch irgendwann zu GameStar, aber das weiß ich gar nicht. Ich denke, ich werde echt erstmal bei TGN bleiben. Da hatte ich letztens noch eine Partneranfrage von zoomin.tv bekommen. Also, ne, die haben mich schon auf Englisch angeschrieben und da hatte ich gar keinen Bock mehr, weil TGN schon der Vertrag auf Englisch und hat mir schon schwierig genug. Und wenn dann auch noch die Anfrage auf Englisch ist, dann ja. Lasse ich das einfach mal. Ich muss noch Cleanstones brennen, genau. Kohle. Ach, habe ich ja hier so noch. So. Oh, der TT streamt gerade. Ja. Kommt hier gerade rein. Ich habe den ja auf Twitch. Oder ich follow dem ja auf Twitch. Ich habe da ja einen Account. Tja,
weil ich ja mal Livestreams machen wollte, aber ich habe mir gedacht, komm, mach's erst bei 500 Abonnenten, das ist dann sozusagen der 500 Abonnenten Spezial-Livestream. Und ja, weil so richtige YouTube-Special ist, ich wollte eigentlich das Schreibtisch-Spezial erst als YouTube-Special machen, aber jetzt ist das ja, oder als Abonnenten-Special machen, aber jetzt ist das ja, jetzt kommt das ja an Weihnachten. Oder sollte an Weihnachten kommen. Vielleicht seht ihr es, habt ihr es ja gerade schon gesehen. Nee, ja, und deswegen. Ich denke, bei 1000 Abonnenten kommt dann wieder ein Spätzle. Eine Spezial. Ma, jetzt komme ich hier wieder nicht raus. Toll. So. Ist schon was gebrannt von den Clean Stones da oben. Ja, 8 Stück, toll. Hat er die jetzt super gebracht, aber naja, kriege ich vielleicht hier vorne die Wand gestopft. Wunderbar. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist mir noch aufgefallen, aber wäre jetzt auch nicht so ist jetzt auch nicht so schlimm. Wunderbar, dann. Überall, wo das hier ist, oder wo ich das hier wegkloppe, kommt noch Cleanstone hin. Also nicht wundern, dass das jetzt dann wieder, dass ich hier erst so einen schönen Block hier reingeschlagen habe und das jetzt wieder löchrig mache. Ich möchte einfach, dass es hier dann ganz relativ schön aussieht und ja, nicht allzu hässlich, sage ich mal. Deswegen sollte alles in einem Einheitsstil sein. Der ist hier nun mal Cleanstone. Die Häuser, die hier dann reinkommen werden, ja, hier werden Häuser reinkommen, sind dann in einem, sind dann in nicht aus Cleanstone, sondern aus irgendwas anderem. Aber soweit kann ich ja hier mal Cleanstone verwenden. Ups, das war also. Ich sage dann, ja, mit diesem löchrigen Ding Zeug hier, tschüss, bis zum nächsten Part.